Es ist unumstritten, dass Stanz im Mürztal etwas Besonderes zu bieten hat. Eine ca. 2000 Seelengemeinde, wo die Landwirtschaft noch einen sehr hohen Stellenwert zu verzeichnen hat. Und zu einer solchen bin ich heute unterwegs, und zwar zum Alpakahof auf den Sonnberg. Hallo, ich bin die Kerstin. Ich bin der Manfred. Und wir sind da oben am wunderschönen Sonnberg in der Stanz am Alpakahof. Umringt von neugierigen Alpakas, die liebevoll von Kerstin Wallner und Manfred Steindl umsorgt werden. Hopp, hopp, hopp. Am Sonnberghof stehen die Alpakas an erster Stelle. Das Wesen der Alpakas ist liebevoll, sanftmütig und sie sind besonders neugierig. Also das sind lauter Burschen da auf der Seite. Jeder Einzelne hat natürlich seinen Namen, da sind 24 Buben. Ananda ist unser erstgeborener Bub hier am Hof. Man sieht, sie sind neugierig, interessiert. Der Lionel, der Esperado, der Paco. Jeder hat seinen eigenen Charakter. Was haben Sie mit den Alpakas eigentlich vor? Also wir haben die Alpakas deswegen, damit wir auf Zug gehen und die Wolle verwerten können. Wir haben 2019 mit 4 Stück angefangen, inzwischen um 41. Im Endeffekt um die 50 ist unser Ziel. Da wird auch eine große Weidefläche benötigt. Alles zusammen jetzt so ca. 7 Hektar landwirtschaftliche Fläche. Davon sind 1,5 Hektar für die Weide und der Rest wird zweimal im Jahr gemäht fürs Heu im Winter. Auf die Zucht der Tiere wird großer Wert gelegt, um die Qualität der Wolle gewährleisten zu können. Denn ebenfalls ein Herzstück auf dem Sonnberghof ist der sogenannte Hofladen. Jetzt befinden wir uns im Hofladen, Alpaka-Hofladen mit wunderschönen Alpaka-Produkten. Wir haben auch sehr viele selbstgemachte Sachen, toll für Weihnachten. Die Wolle ist einfach extrem klimaregulierend, selbstreinigend, für jeden Allergiker geeignet. Dadurch, dass kein Wollfett in der Wolle drinnen ist, das Lanolin fehlt. Also da legen wir ganz besonderen Wert auf unsere selbstgemachten Sachen. Alpaka-Haube aus 100% Alpaka-Wolle gemacht, handgemacht, Familienarbeit. Hier ist unser Logo. Der Bommel ist zum Auswechseln. Man kann da jeden x-beliebigen Bommel auf die Haube tun. In der kalten Jahreszeit ist natürlich wichtig für die kalten Finger selbstgemachte Handschuhe aus Alpaka-Wolle in kurz oder wahlweise natürlich auch Fäustlinge. Da passiert nichts mehr im Winter. Also hier sieht man unsere ganze Auswahl an Socken. Fängt an bei den Trekkingsocken, die man für alles verwenden kann. Zum Wandern, zum Arbeiten im Haus, für die warmen Füße. Da haben wir dann noch dickere, wärmere Wintersocken. Eher Bürosocken, Businesssocken. Kindersocken natürlich. So, im Winter ist natürlich ganz wichtig warme Füße. Dafür haben wir in allen Größen die richtigen Alpaka-Schuheinlagen. Nur zusätzlich mit Kork. Hier haben wir unsere Alpaka-Steppdecken. Die gibt es in 3 verschiedenen Stärken. Wir haben auch noch die Alpaka-Pölster in groß und in klein. Und das wird hier in der Region selbst gemacht mit Handarbeit. So schaut es aus nach dem Scheren. So kommt das Alpaka-Vlies vom Tier herunter. Man sieht ganz, ganz feine Härchen. Kratzt nicht, ist schon warm. Und auch für unsere kleinen Gäste haben wir Überraschungen. Ganz liebe Alpaka-Stofftiere zum Kuscheln in der kalten Jahreszeit, auch im Sommer. Und wer selber kreativ sein möchte, ist auch richtig aufgehoben bei uns. Alpaka-Wolle in allen möglichen Farben zum Austoben. Wer gerne Ponchos trägt, auch hier erhältlich bei uns in verschiedenen Farben. Wieder 100% Alpaka. Und nicht zuletzt wird auch der Mist zum Dünger. Wir sammeln den Mist, er wird sonnengetrocknet und dann gemahlen. Es gibt keinen besseren Dünger als den Alpaka-Dünger, man kann es nicht überdüngen.
Die Pflanzen lieben es. Man hat riesengroße Kürbisse. Es ist eines der besten Düngemittel, die man überhaupt finden kann. Ja. Ein Ausflug zum Sonnberghof hat vielerlei zu bieten. Zum einen die Alpakas zu beobachten, den Hofladen zu besuchen, eine schöne Zeit in der Natur zu verbringen. Rufen Sie einfach an, wenn Sie vorbeikommen wollen. Kerstin Wallner und Manfred Steindl würden sich ganz besonders freuen. Advent im Bruck an der Mur vom 24. November bis 23. Dezember. Weihnachtsmarkt am Hauptplatz, Adventsstimmung in der Innenstadt, jeweils von Donnerstag bis Sonntag 14 bis 21 Uhr. Täglich ein neues Live-Musikprogramm, Bummelzug, Fotobox, Zauberer und vieles mehr. Ein Advent für die ganze Familie. Informieren Sie sich auf www.waldweihnacht.at. Freut euch auf den Advent im Bruck an der Mur. Eine herzliche Einladung zum Adventkonzert Lichter der Hoffnung gibt es vom Gesangsverein St. Marein. Am Donnerstag, den 8.12. um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Marein. Mitwirkende sind der Gesangsverein St. Marein unter der Leitung von Josef Eisler und das Harmonika-Ensemble Brattl Runde Batz. Für alle, die wissen wollen, was politisch im eigenen Bezirk passiert und nicht nur, was in Brüssel diskutiert wird. Für alle, deren Herz beim Feuerwehrfest höher schlägt als bei den Oscars. Für alle, die statt nur informiert zu werden, das eigene Grätzl auch mitgestalten wollen. Aus Liebe zur Region. Mein Bezirk AT. MEMA TV präsentiert die Starweihnacht am 18. Dezember im Weihnachtsdorf Bruck an der Mur. Mit dem Gesangsverein St. Marein, Marc André, Bernd Kurek, Sven Gilbert, den Kapfenberger Gospel Singers und vielen mehr. 18. Dezember, Hauptplatz Bruck an der Mur.